Name ist Claudia, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Bremen. Ja, mein Name ist Alissa, ich bin 19 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hannover. Ja, wir haben uns hier in der Worldwide School auf Englisch kennengelernt. Gleich am ersten Tag. Also man lernt hier wirklich von Anfang an sehr viele Leute kennen. Genau, wir haben hier erst einen 4 Wochen Sprachkurs gemacht, Englisch-Sprachkurs natürlich, und dann wurde uns ein Praktikum vermittelt. Ich mache es 4 Monate lang und du 2 Monate lang. Ja, und da konnten wir uns auch aussuchen, welche Bereiche wir möchten, und ja, je nachdem wurde das dann für uns vermittelt. Ja, genau, und hier in der Sprachschule, an der Worldwide School of English, hat es uns sehr gut gefallen. Also erst hat man die Morning Class am Morgen und dann mittags die Afternoon Class, und wir hatten die Möglichkeit, in einer Business Class teilzunehmen, was uns wirklich sehr viel für unser späteres Berufsleben gebracht hat und wirklich sehr interessant war. Wir haben zum Beispiel gelernt, wie man sich in Meetings verhält oder wie man jemanden freundlich unterbricht und alles mögliche. Also wirklich sehr hilfreich. Ja, was ich auch sehr cool fand, war, dass man am Anfang, als man herkam, gab es auch erstmal einen Test. Man denkt sich, der langweilig Test, aber es ist sehr gut, weil man dann sich besser einstufen kann. Also die wissen ganz genau, wie weit mein Englisch ist, was ich brauche. Und deswegen gibt es dann diese verschiedenen Morning- und Afternoon-Classes, wie Alissa schon meinte. Und auch auf verschiedenen Sprachen. Genau, da kann man dann in verschiedene Niveaus auch rein, und da wird dann super auf die Bedürfnisse, die man hat, eingegangen. Ja, genau. Und das Beste war wirklich, dass man so viele verschiedene Leute von der ganzen Welt kennengelernt hat. Das ist echt total interessant, weil man lernt total viel über die ganzen verschiedenen Kulturen und Nationalitäten kennen. Und man kann auch außerhalb der Schule sehr viel zusammen unternehmen. Dazu gibt es auch von der Schule organisierte Nachmittagsprogramme. Genau. Zum Beispiel montags kann man Fußball spielen mit ganz vielen. Und dienstags gibt es die Möglichkeit, Touch Rugby zu spielen. Und mittwochs ist immer Pub Night, was wirklich sehr cool ist. Ja, Pub Night ist super. Da kann man dann das, was man gerade im Englischunterricht gelernt hat, dann auch einsetzen, indem man mit den vielen unterschiedlichen internationalen Menschen redet. Da kann man halt nur Englisch sprechen, was auch sehr gut ist, wenn man weiter vorankommt. Ja. Und auch die Lehrer im Unterricht sind super nett, sie sind sehr hilfsbereit und total motiviert. Ja, also sehr motiviert. Macht echt Spaß. Ja, immer, wenn man eine Frage hat, können die einem immer helfen, und macht echt Spaß mit denen. Ja, genau, und ich wohne hier für die 3 Monate, die ich hier in Neuseeland bin, in einer Gastfamilie, was mir wirklich auch sehr gut gefällt. Also die haben mich von Anfang an echt super aufgenommen und sind total freundlich und verständnisvoll, also ist echt sehr gut. Ja, und generell hier in Neuseeland und Auckland bietet einfach total viele Möglichkeiten. Also es ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Stränden und einer wunderschönen Natur und dem Meer natürlich, und einfach sehr viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Genau, man kann die Wochenenden dazu nutzen, rumzureisen, ein bisschen außerhalb von Auckland zu sehen. Und es ist auch super, da die Schule mit anderen Reiseveranstaltern zusammenarbeitet und man direkt in der Schule dann Trips fürs Wochenende buchen kann. Ja. Genau. Also generell haben wir die Entscheidung auf jeden Fall nicht bereut, hier nach Auckland und zu der Worldwide School of English gekommen zu sein. Es war echt eine total gute Erfahrung, und wir konnten total viel Erfahrung für unser restliches Leben sammeln. Genau, auch international, also was andere Kulturen, nicht nur Neuseeland angeht. Und es hat uns sehr viel weitergebracht. Das Englisch ist auch besser geworden. Ja, auf jeden Fall. Ja, es war sehr schön. Also wir uns auf jeden Fall empfehlen, in die Worldwide School of English zu kommen. Ja. Und ihr lernt auf jeden Fall was für euer ganzes Leben und findet ganz viele neue tolle Freunde, die ihr dann vielleicht auch in anderen Ländern besuchen könnt. Ja. Ja. Bye.